Was mich jetzt frage, das ist, ich sehe hier überall. Oha, was ist das? Feuerfliegen, gut, das geht, das können wir machen. Ja, die sind jetzt hier überall. Wo war ich jetzt eigentlich dabei stehen geblieben? Was wollte ich jetzt eigentlich reden? Ich habe keine Ahnung. Ich lasse sie erstmal rankommen hier. So. Fette Feuerfliege, oh. Was war mit denen nochmal? Ich glaube, die waren etwas stärker. Gut, dann geben wir ihnen allen nochmal Agro zurück, damit sie auch hier sich mal ein bisschen dran beteiligen. Aufgepasst! Vorgrim, was ist mit dir? Achso, der hat Fernkampf. Alles klar, alles klar. Alles klar, Digga. Nein, also ich denke drüber nach. Da es halt momentan sehr, sehr gut mit dem deutschsprachigen Minecraft Let's Play läuft und auch die meisten Abonnenten halt über dieses Minecraft Let's Play hereinkommen, ist es einfach doof, dass das unter Umständen ja ein Schattendasein führt. Wenn man das so sagen will. Das wäre ganz und gar nicht passend, nicht der Sache angemessen. Und deswegen denke ich darüber nach, noch mehr an Arbeit auf meine Schultern zu packen. Ja, da ist eine fette Feuerfliege. Och ja. Ja, die ist aber auch nicht unbedingt stark. Da kommen noch ein paar mehr. Einer weniger. Ja. Questgegenstand Feuerfliegenfleisch erhalten. Red? Ja, ich glaube, das hat irgendwas mit der Kröte zu tun. Ihr erinnert euch. Entschuldigung. Morla hat mir den Auftrag gegeben, ja, diese Kröte zurückzubringen. Also wir sind hier die ganze Zeit nur am Kröten sammeln. Habe ich den Verdacht. Und dafür brauchen wir, glaube ich, das Feuerfliegenfleisch. Also ihr seht schon, das ist hier riesig groß, dieser Wald. Und hier wird noch einiges zu machen sein. Und ich werde, wie gesagt, nichts auslassen. Werde keine Mühen scheuen, diesen Wald hier komplett auseinanderzunehmen. Und hier wirklich auch jedes Pflänzchen abzupflücken. So, och, wie kann das denn sein? Ja, was mir jetzt gerade einfällt, was wir auch mal machen sollten, kurz, Moment. Schlückchen Kaffee. Das war der letzte Schluck Kaffee. Jetzt habe ich noch eine Kanne Tee. Schöner Grüntee. Weiß jetzt eigentlich gar nicht welcher. Also ein guter, purer, ich glaube, das ist ein Sencha. Ja, das ist ein Sencha. Ich mag Tee. So. Was mir gerade einfiel, wir haben lange nicht mehr gelevelt. Und da gucken wir doch mal. Also erstmal die Zauber hier, ne? Gucken wir mal, ob wir irgendwas von den Zaubern hochballern können. Oh, der Flammenstrahl kann gemaxt werden. Fulminictus Donnerkeil können wir auch einen draufballern. Was ist denn mit dem Schild hier? Können wir auch maxen. Balsam Salabunde. Welch gute Kunde. Ja, nö, Stäbe können wir nicht mehr machen. Was ist denn mit den Eigenschaften hier? Heilkunde könnten wir machen. Aber weißt du was, mal eher hier die Crafting-Geschichten. Tierkunde, um Gottes Willen, nein. Dann lassen wir das erstmal und dann den hier, so. Hiebwaffen ist, Bogen ist, ja, nö, also Lebensenergie könnten wir ihr mal einen draufballern und dann hier, was haben wir hier? Heilkunde, Gift, Tierkunde kann sie schon wieder. Pflanzenkunde soll sie nicht. Gut, dann sind wir mit ihr auch durch. Ein Zwerg. Ich weiß, ich bin nicht der geilste Skiller irgendwie. So, Armbrüste ist gemaxt. Hiebwaffen können wir auch noch maxen. Und dann ich will ihn eigentlich nicht schmieden lassen. Selbstbeherrschung. Ja komm, er ist ein Tank, er muss das können. Und dann haben wir ihn auch. Und dann Kladdeschen. Schlösser knacken können wir leider nicht machen. Überreden, Menschenkenntnis. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Fechtwaffen, geil. Fechtwaffen, Wurfwaffen, geil. Können wir maxen.
Fechtwaffen und Wurfwaffen sind gemaxt. Und dann feilschen können wir nicht mehr. Menschenkenntnis und Überreden. Das sind so wichtige Sachen. Vielleicht noch ein bisschen Heilkunde obendrauf hier so. Gut. Und sie hat auch Etikette, also kann sie da auch nochmal die Etikettierung lernen. Womit wir dann auch wieder damit durch sind. Ach, Gott sei Dank, sagt der Agnostiker, der eigentlich sagt, dass er an keinen Gott glaubt. Okay, ich weiß es nicht, ob es einen gibt. Das ist ja die Sache bei den Agnostikern. Ich bin ja kein Atheist, sondern ich bin Agnostiker. Denn woher will ich eigentlich wissen, ob es einen Gott gibt oder nicht? Es ist zwar ziemlich unwahrscheinlich für mich, also für mein Empfinden ist es unwahrscheinlich, dass es eine solche Entität gibt, weil, da spricht ganz einfach dann doch zu vieles gegen. Ich will mich ja hier auf keine religiösen Diskussionen einlassen, aber zumindest so viel kann ich schon mal sagen. Ich finde es unwahrscheinlich, dass es ein solches allmächtiges Wesen gibt. Es müsste auch wahnsinnig sein. Also ein allmächtiges Wesen müsste meines Erachtens wahnsinnig sein, denn... Ja. Okay, pass mal auf. Nehmen wir mal mit hier den ganzen Schronsens und dann... Also wir haben jetzt schon so viel hier im Dunkelwald geschafft. Also es ist zwar ein ziemlich großes Gebiet hier mit unglaublich vielen Questen auch, aber ich glaube, wir werden hier schneller durchkommen, als ich das beim ersten Mal in meinem, ich wollte gerade sagen, in meinem Let's Play gemacht habe. So, wo sind denn, hier waren doch eben, sind die jetzt despawned oder was ist hier los? Ne, da sind sie noch. Die machen wir natürlich erstmal noch rund. Ja, kommt mal her. Hier gibt es Läger aufs Maul. Alter, das ist ja mal eine Ansicht hier. Ja. Es lohnt sich kaum, da irgendwas zu machen, da irgendwas einzusetzen oder so. Weil die sind so schnell hinüber. Da kannst du gar nicht gucken so schnell. So, wo ist denn das Pack? Dann wollen wir die mal aufsammeln. Los heute mit mir. Ich wollte ja heute eigentlich noch Minecraft auf England aufnehmen, weil das auch in ein paar Tagen... Ich mag in letzter Zeit gerne ein bisschen Puffer haben. Also zum Beispiel hier Drakensang müsste ich eigentlich erst übermorgen aufnehmen, weil morgen die letzte Folge kommt. Und wenn ich so richtig auf Kante arbeiten würde, müsste ich eigentlich... Ja, morgen, übermorgen, irgendwann müsste ich dann halt, aber ich habe es mal heute gemacht, weil dann hat man halt seine Ruhe erstmal. Und deswegen, also Minecraft England müsste ich jetzt eigentlich auch erst irgendwie in 3-4 Tagen. Ach, guck mal. Ja, das ist nicht gut. Er pflückt da jetzt erstmal, während er angegriffen wird, das ist natürlich sehr schön. Ja, prima. Aber er hat nicht gefailt. Er wurde angegriffen und ich glaube, ich muss ihn jetzt immer sammeln lassen, wenn er angegriffen wird. Dann. Wo ist denn Vorgrim? Ja, den haben wir gar nicht gebraucht. Okay, alles klar. Da kommt er jetzt angestiefelt, der blöde Hund. Entschuldigung. Entschuldigung, Vorgrim. Aber du hast dir diese Bezeichnung kurzfristig mal verdient. Ja, und ich wollte heute eigentlich, also obwohl es jetzt schon spät bzw. früh ist, wollte ich dann jetzt nochmal ein bisschen Minekraft aufnehmen. 4 Millionen, ich komme. So, wo ist denn hier der... Wo ist denn das Kräuterli? Wo ist denn das Kräuterli? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ich kann es nicht sehen. Ich kann es nicht sehen. Belmard. Ah, der ist immer so gut versteckt, der Belmard. So, ja, hier hinten noch irgendwas. Ja, das ist ja hier so eine... Ui, da ist ja noch mehr. Ja. Ich glaube, die respawnen auch. Ja. Spaß. Spaß und gute Laune. Paar Fragezeichen gibt es ja auch noch auf der Mappe. So. Na dann mal los hier. Warum
Achso. Das kannst du mir auch nicht sagen, warum man die da nicht ausnehmen kann. Aber alle anderen. Wir werden hier mit so vielen Giftzähnen rausmarschieren. Ich glaube, wie gesagt, man kann damit später Giftpfeile herstellen. Das würde ich auch ganz toll finden. Da ist noch ein liebes Kräuterli. Ist das finster hier? Haben wir das Kräuterli schon gepflückt? Sollten wir hier tatsächlich schon gewesen sein? Wo sind wir denn hier eigentlich? Ja, irgendwas. Da ist ein Hexenbaum. Da ist Saphira. Da ist ein Hexenbaum. Da ist Alvis die Kröte. Da ist ein Hexenbaum. Und da ist die Burg, aber da kommen wir noch nicht rein, weil da nämlich der Schutzschild davor ist, wie ihr letztes Mal wahrscheinlich unschwer sehen konntet. So, dann wollen wir mal... Weißt du was, wir gehen mal aus dem Agro-Modus raus, damit nicht gleich wieder alle nach vorne rennen, die es nicht sollen. Können wir mal uns zusammenfinden irgendwie? Liebe Gemeinde, wir sind heute hier zusammengekommen, um einigen Dingen in den Arm zu treten. Und das wird lustig. So. Ich sollte nicht allzu forsch in die Gegend rennen, weil das könnte ganz schnell mal in einem plötzlichen Anfall von Tod enden. Da sind die nächsten Kackfliegen. So, Agro an. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Ja, das war's dann auch mal wieder. Das geht ja heute alles wie am Schnürchen. Warum sagt man das eigentlich? Geht heute alles wie am Schnürchen? Das will mir irgendwie nicht ganz einleuchten. So, irgendwie sind einige Fliegen nicht ausnehmbar. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. So, wo sind wir denn? Ah, hier unten, an der Flussbiegung, an der Biegung des Flusses. Und ihr seht, wir haben den Forst schon fast, irgendwie. Ich gehe mal wieder aus Agro-Modus raus. Ach, ist nur wieder los. Ach, noch mehr. Agro-Modus an. Agro-Modus an. Wie viele denn noch? This is getting old. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie wir am Anfang uns mit diesen Dingern rumgeplagt haben und jetzt hier einfach mal so eben schwuppdibautz ist das alles tot, ne? Ich erinnere mich noch gut an die Moorbrücker Sümpfe, da wo der böse Baum war. Da war das ganz, ganz schlimm. Da sind die ja auch immer wieder respawned und das hat mal so genervt. Hallo? Ich will keinen einzigen Giftzahn liegen lassen. Loot ist wichtiger als alles andere. Ist wichtiger als Zuschauer und Abonnenten. Wenn ich nicht looten kann, bin ich nicht glücklich. Das verbindet mich doch auch wieder mit jemandem. Hahaha. So. Und dieses Hahaha kennt man auch daher. Och, hier liegt ja so viel Überrest herum. Ach, meine Güte. Warum denn jetzt schon wieder? Okay, Agro an. Rauf auf sie. Tötet sie. Also wenn jetzt hier die ganze Zeit das Viechzeug respawnt, dann könnt ihr mich aber auch mal mit dem looten. Dann habe ich da eben was Falsches gesagt. So. Denn das nervt doch langsam irgendwie hier. Ey, echt, hat man eine Feuerfliegenwelle gerade mal weg, dann kommt schon die nächste und die nächste und die nächste und die nächste und die nächste. Es erinnert mich irgendwie an ein paar alte Amiga-Spiele, wo auch immer wieder neue Gegner gespawnt sind und man hat echt so gedacht, nimmt das nochmal irgendwann ein Ende? Es hat dann natürlich irgendwann ein Ende genommen, aber erst nach 120 Wellen. So. Dann wollen wir doch mal schauen. Wartet mal kurz. Da ist doch irgendwas. Ja, habe ich doch gewusst. Irgend so eine klomische Fliege fliegt hier wieder rum. Eine klomische? Was ist denn klomisch? Ja, eine Mischung aus Klo und komisch. Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, was das sein könnte. Jo, denn gib ihm. Was denn?
Ja. Ich sollte ab und zu mal auf die Karte gucken. Der Dunkelforst. Kann ich schon fast lesen. Ich sehe ein Kräuterli. Aber das Problem mit den Kräuterlis ist, dass man oftmals, während man sie sucht, dann ganz unverhofft in irgendeine Gegnerschaft rennt. Vor allen Dingen, wenn es so unübersichtlich ist wie hier. Ach, guck mal, Bandstruller. Wollen wir die mal rund machen? Also die Kröten machen mit denen da schon ganz schön Spaß, aber... Weißt was? Der kriegt mal eine Rüstung. So und dann so und dann so. So und dann nochmal so. Das dürfte reichen. Alle mal und ja, wollen wir sie in den Nahkampf schicken? Ich glaube ja. Für die Königin, für Rondra. Okay. Aufgepasst. Zack, zack. Zack, für zack. Ja, wenn wir jetzt nicht mit den Hexen im Bunde, dann wäre es auch so, dass halt die Kröten uns hier angreifen würden. Sag mal, Mädel, du gehst mal aus dem Nahkampfmodus raus. Ich habe da irgendwie so meine Bedenken. Ach so. Guti, dann gib ihnen Hölle. Attacke! Jetzt wird's ernst. Das Attacke. Dürfte reichen, um mit den paar Bandstrollern, die sind auch schon vergiftet, wie man sieht. Boah, die kriegen aber auch ordentlich von den Kröten. Hätten wir jetzt gar nicht so viel machen müssen. So, Georg, du kannst sie mal ausnehmen. So, da ist ein Bandstrahler umgefallen. Der hat eine Menge komischen Kram. Naja, nicht eine Menge komischen Kram. Und irgendwo hier müsste eigentlich auch die Kröte Alvis sein. Erstmal gibt es hier ein bisschen was zu pflücken. Willst du mich etwa pflücken, Alter? Ach ja. Schöne Grüße an den Heider. Jodele. Dann mal, da war noch irgendwo noch ein Krötenschemel. Ist die tot oder? Ne, die lebt noch. Wo ist denn der Kröten-Dings, die Schemel-Dings-Bums? Da sind noch Kräuterlis, die will ich haben. Hexen des Dunkelwaldes wurde aktualisiert. Lass mich gleich mal gucken. Ja, da können wir noch mehr holen. Ich will jetzt eigentlich ganz andere Sachen machen als Kräuterlis pflücken, aber ich kann nicht anders. So, Questbuch ging mit Kuhne. Hexen des Dunkelwaldes. Gewinne das Vertrauen der Hexen. Ja, wir gucken mal was hier. Gewinne das Vertrauen der Hexen, bla bla bla. Alvis. Erlange Morlas Vertrauen. Ja. Ich lese das jetzt nicht vor. Rette Alvis vor dem Prajoten. Ach so, jetzt habe ich zwar den Krötentempel gefunden, aber eine Gruppe von Prajoten scheint mir zuvorgekommen zu sein. Das verkompliziert die ganze Sache, da ich nicht davon ausgehe, dass sie mir bei der Suche nach Alvis behilflich sein werden. Es sei denn, ich suche eine tote Kröte. Ich sollte dafür sorgen, dass sie verschwinden, egal wie. Das war das wahrscheinlich. Wir sind jetzt hier am Teich und irgendwo hier in der Nähe sind Prajoten, das weiß ich noch, was der Großvater noch wusste. Und ich glaube, ich weiß auch wo. Und die habe ich wohl irgendwie jetzt getriggert und gesehen. Ah, diese Navigation ist wirklich schrecklich. Da vorne, ja. Da sehe ich ein paar Prajoten und eine Kröte auf einem Baumstumpf. Falls ihr das nicht seht. Ich habe das ja schon mal gesehen. Oh, da ist auch ein Oberpriot. Ach, mal gucken, was für eine Wahl wir haben. Im Namen Praios, was führt euch hierher? Ja, Teigvisage. Gemach, euer Hochwürden. Ich bin nur ein einfacher Reisender. Was macht denn ein Trupp von Prioten wie ihr an einem Krötenteich? Lügen. Euer Hochwürden, endlich finde ich euch. Großinquisitor Davania schickt mich mit einem dringenden Hilferuf. Hexen und andere Ausgeburten der Niederhöllen verwandeln das Lager der Inquisition in ein Inferno. Ihr müsst schnell zur Hilfe ein. Ja, das ist ja schon passiert. Okay, Lügen.
Der Großinquisitor schickt euch? Warum sollte er Abenteurer wie euch entsenden? Ihr lügt! Reißt euch zusammen und macht euch zum Aufbruch bereit. Glaubt ihr, ihr könntet euch leisten, mir nicht zu glauben? Verschwindet vom Teich oder ich mache euch Beine. Das hier vermag euch sicher mehr überzeugen können als meine Worte. Zieht Waffe. Nein. Reißt euch zusammen. Ja, mach mal. Nichts überstürzen. Wenn euch tatsächlich der Großinquisitor schickt, dann beantwortet mir drei Fragen. Da waren ja das kapeziert, ein Sonnenrad in welcher Richtung dreht. Oh, scheiße, das weiß ich nicht. Nach rechts, sage ich mal.